Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben gerade zuerst eine kleine Überraschung. Sie haben ihn sicher alle schon kennt. Es ist der Bernhard Russi. Die Saison ist vor der Tür, vor allem die Weltmeisterschaft in Garmisch. Wie stehen die Chancen, Bernhard Russi? Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet und ich glaube, man kann zuversichtlich sein. Ein Spitzensportler wie Sie muss ja bei seinen Vorbereitungen vor allem auf die Ernährung schauen. Bernhard Russi, Sie werben für Apollo-Drink. Warum gerade für das Getränk? Ja, weil es nicht einfach irgendetwas ist. Schauen Sie, jeder Körper muss doch regelmäßig Flüssigkeit zugeführt werden. Und wenn man das kann mit einem Getränk machen, das so viel Wertvolles aus der Milch, aus natürlichen Extrakt, aus Früchten und Kräuter hat, dann glaube ich, ist das für jeden Körper etwas Besseres. Das ist also etwas, was es eigentlich schon gibt? Das schon, nur habe ich es zum Beispiel im Geschmack viel, viel lieber. Darum kann man es auch jeden Tag trinken, sei es zum Essen, sei es gegen den Durst, ohne dass es einem irgendeinen verleidet. Mhm. Aber Bernhard Russi, das müssen Sie ja sagen. Nein, ganz und gar nicht. Ich kann mich voll und ganz hinter das stellen, was ich sage. Darum habe ich mich auch zur Verfügung gestellt für Apollo, sonst hätte ich es gar nicht gemacht. Und ich kann und will nur für etwas einstehen, das auch ein Spitzenprodukt ist. Und ich glaube, das ist Apollo und zudem ist es noch gesund. Dankeschön, Bernhard Russi, und viel Erfolg in der Weltmeisterschaftssaison. Jetzt können Sie, liebe Zuschauer, in über 1500 Coop-Läden Apollo-Drink zum exklusiven Tiefpreis kaufen und selber urteilen, ob Sie es im Geschmack wie der Bernhard Russi auch so viel besser finden. Wenn wir gerade bei den Coop-Tiefpreisen sind, bis zum nächsten Dienstag gibt es besonders günstige Aktionen. Ein 500 Gramm Becher Schokolade oder Vanille-Dessert-Creme, 150 Gramm Brie Suisse, Weichkäse von Bär, 250 oder 500 Gramm exzellenter Bohnenkaffee, 2 Flakon Beldam Shampoo nach Wahl, die Grossaktion Wasch- und Reinigungsmittel, nämlich Teddy Dus Gewebveredler, Feinwäschmittel Doranda und 2 Flaschen Fox mit Dermafin Geschirrspülmittel und Grossaktion Gemüsekonserve, nämlich 2 Dosen feine Midi-Erbsli, Berner Rösti und mittelfeine Erbsli und Rüebli. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag als Hit am Wochenende 500 Gramm echten Schweizer Bienenhonig. Kommen wir zurück zu den Skikanonen, aber das mal zu den Kleinen. Für sie hat der Coop die rassigen Skidress für Mädchen und Buben. Das sind übrigens die offiziellen Farben der Weltmeisterschaft 1978. Die Hosen sind schön weit aufgeschnitten wegen den Nieren. Und die Ärmel und die Hosenbeine sind gut abgeschlossen, so kommt kein Wind und kein Schnee rein. Und sicherheitshalber ist der Stoff anti-gliss, das heisst, er ist schwer zu abrutschen. Die Bulli, die Händchen und die Kappe sind Schlagerangebote, wo sie in den grösseren Coop-Center rüberkommen. Bevor wir jetzt zu den Wettbewerbsgewinnern kommen, noch zwei wichtige Mitteilungen. Morgen am 9. Uhr ist die Neueröffnung vom Coop Supercenter in Frauenfeld. Und im Einkaufszentrum Europa, der Clara-Strasse in Basel, geht unter anderem ein grosser TV-, Radio- und Photoshop auf. So, und jetzt ist es soweit. Die erste Ziehung von unserem 5'000-Franken-Wettbewerb. Wir haben die 200 x 10 Franken und die 4 Gewinner von 500 Franken vor der Sendung gezogen. 500 Franken haben gewonnen. Die Frau A. Caluena an der Arlibonstrasse 37 in Chur. Die Frau Marianne Erni Ammerein am Birkenweg 2 in Sursee. Der Herr Willi Müller am Unterfeldweg 10 in Baar. Und Frau G. Imboden-Ross in Bachtalen, Renkenberg, Bern. Wir gratulieren herzlich. Und jetzt zum Hauptgewinn von 1000 Franken. Bitte, Bernhard Russi. Merci. Der glückliche Gewinner ist A. Wildhaber Taxer an der Zürcher Strasse 32 in Sargans. Wir gratulieren herzlich. Übrigens werden alle Gewinner persönlich benachrichtigt. Und wer heute nichts gewonnen hat, ein kleiner Trost für alle die. Macht mit am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen.